jetzt da irgendwie die versammeln sich da irgendwo, nachher gibt es halt weitere Informationen, was sie genau müssen warten. Wahrscheinlich wissen die, die krank sind, gehen direkt in die Krankenabteilung, um zu schauen, ob alles gut ist. Gegen die Tante. Ja, mein erster Eindruck von den Rekruten, die da sind, sie sind lost, sagt man so schön in der Jugendsprache, oder? Bisschen verloren sind sie uns, wie so kleine Hundchen, darf man fast nicht sagen, aber herzige. Also, sie haben schon Angst, ich weiss, ich war auch so, gewesen, wenn ich gekriegt bin. Aber es ist normal, die kommen dann schon aus sich raus. Dass die Rekruten hingehen ankommen, werde ich schauen, dass wir sie warm empfehlen, also dass wir ein Lächeln erscheinen und nicht direkt auf die strenge Art zu begrüßen, wie wir das viel gewohnt waren früher. Und halt probieren, so ein offenes Klima zu schaffen, direkt ohne Vorurteile, wer auch immer von wo kommt oder was für Präferenzen zum Beispiel hatte. Bereit für den ersten Tag? Noch ein bisschen ungewiss. Nervös? Kommt gut. Bonjour, ça va? Tout bien? Bonjour. Buongiorno. Parla italiano? Francese? Un poco? Moi, je parle français, plutôt. Ça va? Nerveux? No. Ok. Buona giornata. Grazie. Er ist Koch. Einer, zwei, drei. Zu meiner Person, ich bin der Gauguin Nicolas. Ich bin Leiter Verpflegung hier. Ich habe Gesamtverantwortung auf die ganze Verpflegung und die Ausbildung der Truppenköche, der Logistiker, der Furieren. Ich werde schauen, dass ihr richtig ausgebildet werdet. Das sind die 7 Rekruten, Truppenköche der Rettungsschule, von der Transportkompanie 5. Da kann ich noch so gut übergeben. Nein. Wagen? Eigentlich, dass sie so lange beschäftigt wären wie dir, habe ich gemeint. Wieso bei mir? Ich bin weg. Du bist weg. Ich kann dich nicht beschäftigen. Okay, gut. Wir müssen übernehmen. Also, ist gut. Ja. Also, viel Vergnügen. Das sind 7 Truppenköche von einer anderen Kompanie, von der Transportkompanie 5. Aber da sie keine eigene Küche haben und wir für sie kochen, haben wir ihre Truppenköche bekommen, die uns zugeteilt werden. Meine Rekrutenschule, muss ich sagen, war sehr interessant. Am Anfang bin ich, so wie wahrscheinlich alle heute, sehr nervös gekriegt. Keine Ahnung, was erwartet mich eigentlich, für was habe ich da unterschrieben. Vor allem als Frau ist es immer noch etwas anderes, habe ich das Gefühl. Und ja, die ersten Wochen waren sehr streng. Ich würde sagen, die ersten 3 Wochen so circa. Einmal das Seil, dann 4 Stangen. 1 feine Stange und 3 Heere. Kontrolliere, ausführen. Feldeinheit. Die tragen sie immer, sobald sie militärische Jacke haben, an der äußersten Schiff. Sie haben 2. Die Situation jetzt, habe ich eigentlich einmal anders wollen. Wenn es jetzt in Strömen wie Schiffe hätten wir das Problem, oder? Weil es stehen einfach alle im Regen raus. Wir haben gesagt, eigentlich müssten wir es auf der Seite reinnehmen, dass nachher zentral in die Mitte kommen, dass möglichst viel unter Dach sein können. Das wäre etwas vom nächsten Mal, das man mitnehmen kann. Das haben wir aber gemacht. Jetzt haben wir es glaube ich, wieder vergessen, dass wir es so gemacht haben. Aber das ist jetzt heute zum Glück kein Problem. Das ist aber cool. Das ist lässig. Also meine Idee wäre einfach, dass man es möglichst weißt, auf links und rechts, wenn es innen ist, hinten an der Wand und dann dort auf den Checkpoint und dann so durch einen Archipedenstand einfädeln. Ich weiss nicht, wie es irgendwie... Ja. Müssen wir mal anschauen, wie man es macht. Italiano, Italiano. Scusa, non parlo italiano, ma francese? Poco? Okay. Buona giornata. Es macht einfach Spass, die Jungen zu sehen, wenn sie einrücken. Und wenn die Stimmung gut ist, jetzt zum Glück mit dem Wetter ist nicht schlecht, dann macht das wirklich Spass.
Und es ist ein ganz besonderer Moment, wenn sie das erste Mal die Uniform haben und als geschlossene Formation dastehen. Das sieht aus wie Soldaten, obwohl es vielleicht der erste, zweite Tag ist. Nervös? Erster Tag RS. Gut, wird eine gute Sache. Die Rekruten scheinen mir sehr nervös zu sein. Alle. Es hat euch ein paar Lustige gegeben. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, sie haben sich nicht schlecht zweckgefunden. Meine Kameraden unterstützen sie euch voll. Und das kommt gut. So, jetzt dürfen wir mal schauen. Also ich werde jetzt mit den Rekruten anschauen, wie die Raumposition und die Achtungsposition geht. Bonjour tout le monde. Tout le monde parle français, on est d'accord? Non? Italiano? Oh, je parle pas italien. Du coup, si tu as des questions, tu demandes. Ou allemand, c'est mieux? Non? Allez. Alors, quand quelqu'un vous dit qu'il faut venir vers lui, la position que vous faites là, ça va toujours être comme ça. Alors, vous restez bien droit. Et puis, derrière, cette main-là, elle fait comme ça et vous la tenez comme ça. Et un peu plus élevé. Ich stelle fest, Disziplin ist für junge Menschen etwas, was sie tatsächlich suchen. Wir haben immer das Gefühl, Disziplin in der Armee, das ist für uns natürlich etwas Gutes seit der Armee und etwas, wo man die Leute fast dazu zwingen muss. Wir stellen fest, wenn man keine oder zu wenig Disziplin einfordert, sind sie enttäuscht. Also die heutige Jugend, die wollen Ordnung, die wollen eine gewisse Führung und sind auch froh, dass es ja, den Begriff der Disziplin, das, was man da damit meint und umsetzt, auch gibt. Bravo. Bien, vous êtes déjà synchronized. Bien, bien. Ok, une dernière fois. Garde à vous. Et c'est possible que vous allez rester comme ça pendant plusieurs minutes. Je sais, au début, c'est vraiment dur. Mais vous allez vous habituer. Ça fait longtemps que j'ai plus parlé français, je suis désolée. Wir gehen jetzt zuerst mal das Material fassen, das Ski mitgenommen haben, also ihre Rucksäcke, ihre Taschen. Gehen wir ins Zimmer. Jeder wird ein Bett auslesen. Ich werde eine Liste machen, wer wo schläft. Das wäre unsere Kasernenkatze. Ist ein süßes Tier. Gut. Wartet mal ganz schnell hier. Okay. Wenn ich den Koffer habe, so neben dem Bett, dass ich weiss, welches das Eversbett ist. Sonst die Tasche auf das Bett und geht vor dem Bett vorne da stehen, dass ich sehe, wer welches Bett hat. Also ich lerne jetzt meine Jungs kennen und bin ein bisschen nervös. Hoffentlich sind sie flotte und machen mit, aber ich habe ein gutes Gefühl. Darf ich mal schnell zuhören? Wer ist jetzt alles neu dazugekommen? Ihr. Okay. Also die, jetzt, ihr könnt noch da bleiben. Ihr, die jetzt hier so noch um sind, ihr könnt mit mir gerade so ein bisschen vorüberkommen. Jetzt Achtung! Das mit den Augen hat er gelernt. Nicht bewegen, Achtung. Geht rum. Die Ränge hat er auch angeschaut. Gut, das ist wichtig. Hat er mit denen, du hast vorgelegt, so, du hast die Karte nicht gehabt. Gut. Man sieht es zwar nicht so gut, aber was ist das? Korrekt, gut. Ja, von mir kann, ist richtig. Das längeres Wort. Es gibt 4 Stück in der Schweiz insgesamt. Katidam. Kater? Nein. Mit K weiss ich. Ko. Vor Koral. Nein, das andere. Der kann ein Leichen auf Englisch. Ich kann kein Englisch, Entschuldigung. Corpse. Achtung! Korporal. Habe ich schon gesagt. Ja, hast du schon gesagt.
Korpskommandant. Jetzt gehen wir an die Bandiera Uno. Das ist eigentlich meine Ansprache, die erste Ansprache, die ich an die Rekruten halte, nachdem sie eingeguckt sind. In ihrer Ansprache möchte ich kurz darauf hinweisen, für was sie da sind, was unsere Aufgabe ist in der Ausbildung und ein bisschen die erste Angst nehmen, dass sie als Exit dürfen durchaus einmal Fragen stellen, wenn sie etwas nicht begriffen haben, dass auch die Rekruten ein bisschen situiert sind, wo sie jetzt hinkommen. Fahnenmarsch! Bonjour et bienvenue à l'école du Sauvetage 75. Buongiorno e benvenuti alla scuola di Salvataggio 75. Grüezi und herzlich willkommen in der Rettungsschule 75. Ich freue mich, Sie hier auf dem Waffenplatz Wangen an der Aare begrüßen zu dürfen. Ich bin Oberst im Generalstab Wolfram Werder. Ich bin der Kommandant dieser Schule. Die Rettungstruppen sind Teil der Armee. Deswegen tragen wir eine Uniform und wir sind bewaffnet. Im Ernstfall müssen wir in der Lage sein, auch während des Krieges Verschüttete zu retten und Großbrände zu bekämpfen. Wir sind Teil der Schweizer Armee. Die Schweizer Armee verteidigt. Die Rekrutenschule hat damit begonnen. L'école de recrutement a commencé, la scuola reclute è quindi iniziata. Merci, grazie, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Militärisches Personal